Ein Klassiker aus dem pannonischen Raum, Kürbisgulasch. Wie ich das mache, sage ich euch. Im Herbst ist es soweit, da kommen die Kürbisse auf den Tisch und ein wirklich feines Gericht, bei uns im Burgenland sehr beliebt, ist dieses Kürbisgulasch. Es ist ein Essen, es ist wirklich wärmend, es ist wirklich sehr nahrhaft, dass so ein Kürbis gesund ist, brauche ich gar nicht erwähnen, von Beta-Carotin, alle Mineralstoffe, Vitamine, da ist alles drinnen, nur eines sogar, man kann sich mit dem Ding wirklich super anessen, das ist wirklich ein Fleischersatz, einfach probieren. Gut, in meinem Fall nehme ich am liebsten Hokkaido-Kürbis, warum? Der ist sehr dankbar, da kann man die Schale mitessen, man braucht nicht viel Vorbereitungszeit, im Gegensatz zu den anderen auch sehr geschmacklich guten Kürbisse, aber die Schälerei und so weiter ist jetzt nicht meins, da kann eben jeder selber nehmen, was er will. Gut, Kürbis braucht man. Wir brauchen Krumpirn, also Erdäpfeln, jede Menge, dann brauchen wir Zwiebeln, typisch Gulasch, dann Paprikapulver, feines burgenländisches Paprikapulver, ganz was Feines, schmeckt super gut. Majoran, auch ein Klassiker aus dem Burgenland. An Kümmel brauchen wir Salz und an Pfeffer. Dann brauchen wir noch an Gemüsefond als Flüssigkeit. Ihr könnt Wasser auch nehmen, aber das macht es aus, schmeckt ganz gut. Dann kommt ein Schuss Essig noch rein. Oh, da sehe ich noch eins, ich habe vergessen, eine Knoblauchzehe gebe ich auch ganz gern dazu. Und wir brauchen noch am Ende einen Schlagobers, also ganz normale Sahne geben wir rein. Das Ganze werden wir noch in ein Sonnenblumenöl anbraten, die Zwiebeln. Und am Ende gebe ich ganz gern Petersilie dazu. Das war's, wir können starten. Jetzt geht's gleich weiter. Ich habe die Zutaten einmal hergerichtet. Ich habe die Zwiebeln einfach würfelig, kleinwürfelig geschnitten. Dann habe ich den Knoblauch fein gehackt. Und ich habe die Erdäpfeln so in mundgerechte Stücke einfach geschnitten. Gut, zu dem komme ich später. Kürbis wird nachher vorbereitet, ist jetzt auch keine Zauberei, vor allem Hokkaido ist wirklich sehr dankbar. Zu den Erdäpfeln muss ich dazu sagen, ich habe mir eine aufgehoben, die werde ich nachher reiben und das bindet dann das Gulasch wunderbar ab. Brauche ich kein Mehl geben, ganz, ganz toll mit sowas, mit Kartoffeln. Gut, wir haben hier schon unseren Topf, übrigens den habe ich jetzt gewechselt, ich habe jetzt einen anderen Topf genommen, vorher habe ich einen kleineren gehabt, ich glaube, das kriege ich alles nicht rein, jetzt brauchen wir den. Ich werde jetzt einfach einmal ein Öl reinschütten, gleich einmal die Zwiebeln dünsten und in der Zeit, wo hier die Zwiebeln schön weich dünsten, derzeit können wir dann den Kürbis vorbereiten. Ich nehme auch den Knoblauch, ich gebe da alles rein und das werden wir jetzt einfach weich dünsten. Was ich gleich mache, ich gebe jetzt schon das Salz da rein. Warum? Das entzieht den Zwiebeln das Wasser und die werden wesentlich schneller weich. Das kann man jetzt so stehen lassen. Dann gehen wir weiter zu unserem Kürbis. Jeder, der schon damit gearbeitet hat, weiß, dass es ein bisschen schwierig ist. Vor allem, es ist, ich würde jetzt einmal sagen, nicht ungefährlich. Man muss wirklich vorsichtig schneiden. Ich gehe jetzt einmal her. Erstens einmal schneide ich den Strunk und den Spitz einfach weg. So, das ist fort. Das können wir schon einmal weggeben. Und jetzt schneide ich ihn einfach in der Mitte auseinander. Und da ist es ganz gut, wenn man die andere Hand oben hat und nicht irgendwo da unten. Einfach als Tipp, aber die meisten von euch werden das wissen, dass man das so macht. Jetzt kommen wir gleich weiter. Da drinnen, die Körneln können wir alle rausnehmen. Das Fleisch da drinnen, das kommt weg. Das braucht man nicht. Ihr seht, das geht mit einem Löffel ganz, ganz einfach. Da fährt man noch einmal rein und kriegt das alles raus. Und so soll es dann ausschauen am Ende, geht ganz gut. So, als nächstes werden wir die Zwiebeln kurz einmal rühren, damit, ja, die schauen ganz gut aus. Als nächstes schneiden wir ebenso wie die Kartoffeln mundgerechte Stücke. Das heißt, ich schneide mal so solche Scheiben. Jetzt ist es natürlich schon einfacher mit dem Kürbis, weil er ja echt recht gut liegt und nicht herumwackelt. Einfach gleich zwei, drei solche Stücke und schneide da solche Würfel in dieser Größe, wie man das sieht. Und das mache ich jetzt und dann sehen wir uns. Die letzten Stücke sind geschnitten. Jetzt kommen wir schon zu unseren Zwiebeln. Bevor die eine Farbe kriegen, ein paar wollen schon goldig werden, müssen wir gleich weitermachen. Wir geben die Gewürze rein, den Pfeffer, Kümmel und Majoran. Und das werden wir einmal kurz verrühren und dann geben wir schon den Kürbis und die
Erdäpfeln rein. Jetzt gebe ich einmal die Erdäpfeln rein. Das ist übrigens ziemlich egal, in welcher Reihenfolge ihr das macht. Jetzt kommt schon der Kürbis rein. So, und das wird jetzt kurz einmal angebraten. Und wenn wir das so gut durchgerührt haben, wenn sich alles gut vermischt hat, jetzt kommt noch das feine, gute Paprikapulver dazu. Jetzt wird es wirklich ein Gulasch. Was jetzt natürlich gefährlich wird, die Paprika neigt dazu anzubrennen, das Paprikapulver. Und dem werden wir entgegenwirken. Wir werden da jetzt schon unsere Gemüsesuppe reinleeren, damit da nichts passieren kann. Und jetzt lassen wir das Ganze ganz einfach verkochen da drinnen. Deckel drauf. Und einmal aufkochen lassen, dann auf kleine Platte zurückdrehen und dann lassen wir es circa 20-25 Minuten und dann sehen wir uns wieder. Unser Kürbisgulasch war jetzt 20 Minuten was drin. Ich habe die Kartoffeln probiert, die sind durch und was mir jetzt gut gefällt ist, dass einige Teile des Kürbis sind noch ganz geblieben und einige haben sie wirklich aufgelöst da drin und machen auch dieses wunderbar sämige, diese sämige Flüssigkeit. Jetzt kann man, wer will, wenn einem der Dickungsgrad noch nicht passt, einfach solche geriebenen Kartoffeln dazugeben, dann wird es noch dicker. Und wenn es trotzdem so auch passt, braucht man das natürlich nicht tun, wenn es einem so schon gut ist. Und was machen wir jetzt? Jetzt kommen noch die letzten Zutaten rein, nämlich an Essig geben wir rein. Der gibt ein bisschen Säure, das macht es wirklich aus. Schmeckt ganz fein. Das werden wir jetzt noch einmal gut untermischen. Und eigentlich wäre es das gewesen. Wir geben noch am Ende die Petersilie rein. Und eigentlich wäre es es. Das werden wir noch unterrühren. Jetzt kann man natürlich schon den Ofen abdrehen. Unser Gulasch ist fast fertig. Noch den Schlagobers. Der wird natürlich sehr zum Geschmack beitragen. Ganz dankbare Sache. Und damit wäre es das gewesen. Unser Gulasch ist somit fertig. Wie gesagt, wirklich sehr gesund. Kürbis ist wirklich ein sehr gesundes Gemüse. Muss man einfach nützen. Ich hoffe, es ist etwas, was euch schmeckt. Probiert es aus. Da kann nichts schief gehen. Sehr einfach zu machen. Und wirklich, wenn man auch nicht immer Fleisch essen muss, es ist vegetarisch und es ist wirklich sehr sättigend. Jetzt müssen wir es natürlich ausprobieren. Der Geruch ist schon einmal wirklich sehr, ich würde jetzt einmal sagen, weckt die Kindheitserinnerungen. Ist ganz was Feines. Und jetzt schauen wir mal rein. Das ist ein Essen, das ist... Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es zergeht auf der Zunge. Dieser feine Kürbis, der verteilt sich am Gaumen und die Kartoffel trägt es noch mit. Ganz was Feines. Probiert das aus, werdet sehen. Super einfach zu machen. Schnell, relativ schnelles Gericht, muss ich sagen. Und wirklich sehr sättigend. Ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass euch schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Pfiat euch.